Also, das Metall, was von unten kommt, ist alles rot. Das Metall, was oben raufgelegt wird, ist alles rot. Hier ist wieder eine Lücke. Bis Zugmau. Ja, wobei doch, so geht es natürlich auch. Dann hier oben weiter mit rot. Und hier brauchen wir es nicht wirklich, ne? Ich glaube, eigentlich bräuchten wir das hier alles gar nicht mehr. Es war ja auch mittelfristig geplant, das hier auch alles wieder wegzumachen. Also die gesamte Trankproduktion oben ebenfalls in die Maschine reinzustecken, sobald genug Roboter da sind. Wir haben gerade 280 Roboter, die nichts zu tun haben. Also haben wir anscheinend genug potenzielle Roboter, die es machen können. Aber ich forsche auch nicht. Also forsch mal. Long Express Underground Bells? Nee. Efficiency. Energy Consumption. Ah, das hat gar keine Nachteile, richtig? Richtig. Mensch, warum hab ich da nicht früher daran gedacht? Grün und so. Ökogon, da war was. Bau. Forsch, mach Dinge. Schön. Einmal schnabulieren. So. Und wurde das jetzt hier oben alles weggerissen? Ja. Sehr gut. Mach. Du, mach. Das da weg. Das hier kann ich noch nicht wegmachen, weil wir dann keinen Wasserstoff hätten für die Munitionsproduktion. Die noch fleißig läuft, richtig? Ja. Hier staut sich nirgendwo irgendwas. Nö, staut sich echt nirgendwo irgendwas. Müsste ich wahrscheinlich sogar noch, ja, müsste sogar noch stark erweitern, die Wasserstoffproduktion. Weil die reicht gar nicht. Für dauerhaften Betrieb. Was ist das hier? Das ist nichts. Mach das nichts mal weg, bitte. Auch wenn man nichts gut versteuern kann. Mach das so. Ja, das war eine Anspielung auf ein gewisses lustiges Taschenbuch. So. Was mit dir? Du, da wir 270 Roboter haben, die nichts zu tun haben, gib mir eine der Kiste. Also ja, und die ganzen Kisten muss ich gleich auch wieder aktivieren, dass das soweit passt. So, und das bitte irgendwo hinbringen, wo es nicht gebraucht wird, aber nicht mittig rumsteht. So, das Ding irritiert mich auch doch ein wenig. Ja, super sinnvoll. Mach's weg. Gut. Hier, Wasserstoffproduktion. Steht gleich nächste Stufe. Steht hier ziemlich im Weg, weil ich könnte hier dann überall noch riesige Stromdingsens hinbauen. Wie ich es unten ja auch geplant hatte. Moment mal. Achso, ja, das käme dann auch weg. Ja, also das da oben komplett weg. Und dafür irgendwo anders. Irgendwo anders ist gut. Hier wäre Wasser, aber ist bei weitem nicht genug, oder? Wie viele... Okay, momentan macht es eine Pumpe, sehe ich gerade. Woran hapert es bei euch? Nur an der Zeit, ne? Die Rohre sind durchgehend voll durch eine Pumpe. Okay, also wir brauchen nur eine einzige verdammte Pumpe. Die könnten wir denn hier an die Seite ransitzen. Vielleicht sogar dann zwei. Und die versorgt das alles da hinten. Okay, das heißt, ich bereite das hier mal nur so vor für die zukünftige Boiler-Steam-Engine-Geschichte. Indem ich das hier hoffentlich richtig verlängere. So. Das hier kommt dann später alles weg. Richtig? Richtig. Aber momentan hängen da noch ein paar Sachen von ab. Deswegen mache ich das hier mal zu. Mach das dazu, wenn ihr besser durchkommt. So, und das da auch zu. Zack. Baum weg. So, und auch mal ein bisschen Licht hier zwischendrin rein, sonst sieht man nichts. Okay, das heißt, du müsstest weg. Dich brauche ich eh nicht so wirklich. Das hier kommt weg. Und dann kommen hier... Essen brauche ich wieder ein paar mehr von euch. Dafür bräuchte ich übrigens auch eine Fabrik, die automatisch die Dinger herstellt, weil die gehen ja doch recht häufig kaputt. So, dann hier. Immer in einer Abstand. Also ein
Dingen dazwischen Abstand. Die setzen. Passt, 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 passt. Dann das Ganze spiegeln. Und jetzt hier irgendwas dazwischen quetschen. Sogar mit zwei. Schön. Sehr schön. Und jetzt das Wasser wegbekommen. Irgendwo nach da hinten. Oh, warte. Nee, nach hier. Und dann reiße ich jetzt schon mal die ganzen Transformator-Dinger hier ab. Mach das da weg. Das ist mein Anlaufpunkt. Merke, Girogon, Anlaufpunkt für Wasserstoff. Da. So. Dann hier. Kann ich den nächsten auch gleich erforschen? Nein. Definitives Nein. 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 Wollte ich mir eh mal angucken. Allows players to get rid of unneeded items from his inventory. These items are taken away by the logistic robots. Also away ins System oder einfach nur away und Schrott. Ich hoffe ins System. Ja, sehr komisch. Aber da ist ein Mülleimer abgebildet. Und ich denke, das wird einfach nur, ne, eine Metapher sein. Research einfach mal. Testen. So. Weg, weg. So, das alles mit. Es müssen auf jeden Fall mehr werden. Von diesen Umwandeldingern. Das schaue ich mir gleich an. Die Umwandeldinger heißen übrigens Electrolyzer. Und davon baue ich einfach nochmal 15. Und Babdi. Warte mal, ich könnte ja auch hier schon eine Anbindung machen. Kann das hier auch noch weg? Das auch. Und hier runter. Hier unten müsste irgendwo das ankommen. Das heißt, ich mach hier mal das hin. Das heißt, hier müsste jetzt Wasser kommen. Hier zwischen kommen die Electrolyzer. Also müsste ich Wasser nach hier kriegen. Boah, halten die, gehen die weit. Das ist super. Du bitte so. Also Wasser kommt. Wasser kommt weiter. Wasser kommt da raus. Schön. Blub. Blub, 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 blub. Electrolyzer. Alle dasselbe, bitte. Einfach nur Wasserstoff. Was macht ihr eigentlich mit dem ganzen Sauerstoff, was ja, ne, sehr stark brennbar ist und so? Können wir daraus nicht irgendwelche Fuelblocks machen? Also keine Blöcke, aber das Gas irgendwie verwenden? Kein Plan. Dinge explodieren. Was? Türme, Fließbänder? Was? Achso, bei dem Außenposten. Was mich dran erinnert, ich sollte kurz zu meinem Stein-Außenposten huschen. Und die Steine da einmal mitnehmen. Also einmal das Inventar vollklatschen. Jedenfalls die zwei, ein Drittel rein da. Damit nicht alles flöten geht, wenn der Außenposten auch aufgefressen wird. Folge den Poles, Girogon. Folge den Poles. Da. Oh, und ich kann die Mauer zumachen. Das könnte schon mal helfen, wegen aufgefressen werden und so. So, Adamage. Ich könnte einen Teil auch einfach schon mal vor Ort umwandeln. Landfill. Und dann passt das. Gut. So. Boah, das wird eine ganze Weile halten. Mach mal. So. Immer so ein kleines bisschen ausbauen, dass sie wirklich länger hält. Und wo ich die Mauer da gerade sehe, kann ich die einfach mal mitnehmen. Zing, zing, zing. Rohrbleckung haben wir leider hier nicht. Aber ich hatte gehört, man kann irgendwie auch Roboter später selber mitnehmen. Also einen Roboport auf dem Rücken haben. Oder waren das die Trash-Slots? Bin ich mir nicht ganz sicher. Weil den könnte ich nämlich einfach sagen, ich stelle mich hier hin und mache den Abreißbefehl und die Roboter machen das für mich. So. Und ich gehe mal nach da unten, versuche noch ein bisschen was von den Mauern und Türmen zu retten und kill das Kleinvieh. So, Logistik-Trash-Slots sind da. Das ist schön. Landminen. Ich weiß nicht, ob es mir wert ist, Landminen zu bauen. Könnte ich innerhalb der Basis nutzen? Ja, das klingt komisch, ich weiß.
Aber ich kann es innerhalb der Basis nutzen. Falls sie dann wirklich durch die Mauern durchbrechen, also ein ganzer Schwall von denen, und dann einfach die Minen zwischen den Fabriken und so weiter. Und die machen wahrscheinlich Flächenschaden, ne? Area of Effect, ja. Comet Pots? Oh, euch habe ich 100 Liquid. Ihr seid teuer. Hinterkopf behalten. Plasma-Waffen. Bräuchten erstmal Plasma und das braucht die 50 davon. Charakter-Logistik-Slots. Personal Roboport. Das ist das Ding, was ich meinte. Can be inserted into armor. Allows to launch construction bots. Wie viele? 10 Stück. Braucht Platz in der Rüstung. Das heißt, ihr hättet dann quasi ein Arbeitsoutfit, wo Roboports drin sind, und ein Kampfoutfit, wo halt mehr Schilde drin sind. Und ich werde bestimmt vergessen, die rechtzeitig zu wechseln. Ja, aber forsch mal. So, und jetzt töten. Genau, es sind nämlich nur doofe Zerglings. Und wir haben nur noch ein paar Mauern, die wir retten können. Ein paar Fließbänder. Hey. Was? Ach, da unten sind noch ein paar. Gut. Tim. Jo. Was? Also, bauen nochmal ein paar davon. Wollte ich das hier nicht eigentlich für irgendwas nutzen? Nö, es war nur mal für die Illyrium-Sache da ganz nett. Aber sonst nicht wirklich. Geil. Das heißt, einmal das abbauen, dann nochmal zurück bei der Steinproduktion. Die restlichen Sachen mache ich jetzt auch hier noch dazu. So. Dann haben wir noch Steine. Dann arbeite ich weiter an dem Stahl und der Eisenabfertigung. Weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles schon so gut eingeschlossen habe jetzt. Also, dass wir keine Engpässe bekommen. Behalte den Strom im Auge, weil wir doch so viele Steam Engines verloren haben. Nachdem die eine Seite gar nicht mehr mit Fuel Blocks beliefert wird. Ja, und das reicht auch erstmal an Arbeit, denke ich. So, hier kommt mal mit. So. Dank unseres Außenpostens, also den Steinaußenpostens, hätte ich es mir eigentlich sparen können, die Sachen jetzt aufzusammeln. Aber zum einen, hey, es sind Ressourcen und was soll's. Und zum anderen hätten sie halt durchgehend gemeckert, dass sie angegriffen werden. Das ist schon schlimm genug, dass es mir so öfters nicht auffällt, wenn irgendwas zerstört wird. Aber wenn ich durchgehend Angriff im Westen habe, weil irgendeine alte Basis nach und nach aufgefressen wird, dann ist es noch viel schlimmer. Super. Die. So, Personal Roboport, sehr schön. Rail Signals, go. Ja. So. Nein. Zugang kann ich schnell bauen, oder? Ein. Es fehlen Chips. Okay. Ich sack gleich auch noch Chips ein. Ist okay. So, runter. Und die ganze Sache abhaken, die ich eben gerade gemeint habe. Das ist nicht so schön. Sind die Akkus wirklich alle komplett leer? Okay. Ja, ich denke, ich müsste jetzt etwas schneller an Stromgeschichte hier oben arbeiten als geplant. Also mach mal so. Das hier weg. Und bau Boiler. Ein paar. So, 1, 2, 3, 4, 5. Also ich habe hier oben noch gar keine Versorgung mit den Fuel-Blocks, ne? Okay. Dann sorge ich lieber dafür, dass es hier unten weiterläuft. Hier unten läuft alles, oder? Alle nur Temperatur 80 fällt mir gerade auf. Der arbeitet gar nicht. Weil hier einer fehlt, dessen Blueprint ausgelaufen ist.
da auch noch einer. Ja, das ist ärgerlich. Wenn Sachen zerstört werden und die Construction Bots nicht schnell genug sind, das zu ersetzen, weil das Blueprint nicht lange noch hält und das dann ausläuft und wir solche Probleme hier haben. Das war bei Ditech nicht so, weil da konnte man die die Dauer, die die Blueprints da liegen, verlängern. Ich glaube zumindest, dass es Ditech war. Oh, das nächste hier läuft aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.